So, was geht ab, Leute? Wir sitzen hier mit Collins Sohn. Was geht ab, Jungs? Kiris, Synchroneuf, ihr wisst selber, ich bin hier mit BZ, Emre, Sandro und Mogli. Sandro und Mogli. Ich auch. Mich hat er komplett vergessen, seitdem er will angekommen ist. Boah, voll abgehoben. Oh, schon gar nicht. 8-1 verloren bei FIFA. Sandro, wollte ich nochmal erwähnen. Auf jeden Fall, bevor ihr dieses Video seht, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Abonnieren, ich teilen. Sagen. Teilen, meilen. Schreibt Synchroneuf in die Kommentare, damit ich sehen kann, dass ihr kommentiert habt. Ich küsse eure Herzen. Ja, was machen wir denn? Ah, was machen wir heute? Dein Ernst? Also heute reagieren wir auf meine Buchrunde. Der Emre Digga. Und der BTS stellen wir Fragen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich starte mal rein. Direkt stopp. Ey Bruder, ich schwöre, die Synchroneuf und so ein Meme hier in der Villa, ne? Ey, ja. Wenn diese ganzen Icon-Videos erstmal online kommen und noch die ganzen Vlogs, Bruder. Wow. Ich schwöre, glaub mir, du bist, Bruder. Ey, ich wurde auch angeschrieben von Leuten. Wir hatten ja diese Villa-Vlogs sind ja rausgekommen, ne? Und danach kam dieses Karis. Nein, es ist Keris, du weißt, danach folgt doch das Synchroneuf. Alle haben gelacht. Ich schwöre, danach in meinen DMs, 5 Leute schreiben mir Synchroneuf, Synchroneuf, Synchroneuf. Und wenn diese ganzen Vlogs rauskommen, ja, ist richtig das ist eine richtige Überflutung. Ja. Dann ist es auch so wie ich als Meme. Da, wo ich wohne, also es ist Rheinbach, ist so eine Kleinstadt in Bonn. Ich wollte aber nicht so Bonner sein, so mäßig, weil in Bonn gibt es viele Künstler, aber bei uns in Rheinbach gibt es halt noch keinen. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann nehme ich statt das Ding vor. 53359. Aber ja, du machst 539. Genau, ne? Und ich halt normal wäre 533, aber ich habe gedacht, okay, ich mache ein bisschen mathematisch, nimmst diese 53, diese 35, klappst du halt um und dann ist nur 53. Hm. So wie ein Spiegel. Und dann hast du nur 539. I can feel. Mein Leben wie eine Spielothek. Viele Einsätze verspielt gehabt auf diesem Weg. Könnte mein letzter Einsatz sein, den ich hier heute leg. Vertrau mir, ich tu alles dafür, mit einem Gewinn zu gehen. Ha. So, bei dem ersten Vierer muss ich auch direkt loswerden. Für mich, also die, ich sag ja mein Leben wie eine Spielothek und viele Einsätze verspielt gehabt. Für mich ist das einfach so ein, ihr kennt das doch selber, wenn ihr Dinge versucht, die scheitert oder, keine Ahnung, egal, Niederschläge, aber man versucht trotzdem immer mit dem nächsten Versuch, den man macht, 100% zu geben, sich nicht kaputt zu machen von dem, was man macht, einfach dran zu bleiben, einfach Gas zu geben. Deswegen die ersten 4 Zeilen direkt schon. Was hat's denn für so einen Niederschlag? Irgendwo hast du ja die Line geschrieben, weil dich ja irgendwas davon geprägt hat. Genau. Und was war das Schlimmste? Der schlimmste Niederschlag, ich war glaube ich 12, meine Mama ist krank geworden, also die hat ein Aneurysma, so einen Hirntumor gehabt, aber für mich war das so, du kannst da jetzt nicht einknicken, kannst nicht so, weil ich habe 3 kleine Brüder, kannst nicht dann einfach sagen, okay, ich bin jetzt traurig oder so, du musst versuchen irgendwo auch Vorbildfunktion zu sein, du musst stark bleiben. Du kannst es auch wahrscheinlich so, wenn irgendwas ist in der Familie oder so, du kannst nicht vor Emre dann anfangen, so den zu machen, du musst da irgendwie stark bleiben, aber irgendwo ist es halt, es bedrückt einen oder keine Ahnung, so kleine Sachen wie zum Beispiel in der Schule, du bist da irgendwie, fühlst dich wie ein Außenseiter oder so. Ganz kleine Sachen, aber uns wurde halt immer beigebracht, sollst deine Emotionen nicht so rauslassen. Behalt's lieber für dich und so, dies, das, deswegen. Dann zieht die mir noch mehr. Also genau. Man trägt das halt immer mit sich. Genau, das auf jeden Fall. Ich habe das aber direkt gemerkt, so die ersten 4 Zeilen, die du gemacht hast, also ich, als ich das gehört habe, ich hatte das Gefühl, du hast es auch schon mit dieser Runde auch bezogen, ne, so. Alles ja, das ist oder, auch. Oder habe ich ein falsches Gefühl? Na, auch. Also, wie nennt sich das? Ich mache ja jetzt so seit 3-4 Jahren Musik. 2 Jahre wahrscheinlich ein bisschen intensiver. Man merkt auch beispielsweise mit Instagram, wie das so alles gedrosselt ist. Und Icon 4 ist halt, muss man sagen, so was die Plattform angeht, das Newcomer-Format. Also, wie zum Beispiel bei Icon 3, liebe Grüße an Django, mein Bruder, was da auch für Talente rauskommen und so, das ist halt eine gute Plattform, um sich zu zeigen und dann dachte ich so, okay, ich versuche es, weil Freunde haben mir gesagt, okay, mach mal mit, versuch mal dein Glück, dann dachte ich so, okay, ich versuche einfach mich so gut wie es geht zu präsentieren, halt Icon 4 sowas wie ein letzter Schachzug, aber das höre ich ja später. Jede Session für mich Therapie, sie rappen nur für Status, aber glaub mir, ich bin nicht wie sie. Oh, da kann ich direkt die nächste, hey, jede Zeit hier, jede Session für mich Therapie, sie rappen nur für Status, aber glaub mir, ich bin nicht wie sie. Also ich bin, wenn ich ins Studio fahre, ich nehme so viel Zeit. Sei es, ich fahre von zu Hause aus bis dahin 3 Stunden oder 2 Stunden. Wenn mir irgendjemand sagt, okay, komm ins Studio, aber ich muss dann beispielsweise nächsten Tag in die Schule oder Ausbildung, dann juckt es mich nicht. Ich gehe ins Studio, ich mache meine Songs, weil ich fühle, also wenn ich wirklich ins Studio gehe, fühle ich mich da, was heißt am wohlsten mit meinen Emotionen. Ich du bist frei. Dann, genau. Ich habe dann auch manchmal Phasen, ich könnte in einer Session könnte einen Drill-Song, danach auf einen Heartbreak, danach auf einen Dancing-Song, also da sind viele Emotionen, die da mit sich bringen und keine Ahnung, anstatt die irgendwie
rauszulassen, sage ich dann, okay, jede Session für mich Therapie, ich lasse es einfach in der Musik raus. Für mich auch Musik nicht so ein, okay, ich möchte der Stärkste sein oder so. Ich möchte einfach meine Kunst so gut, wie es geht, rüberbringen. So, klar, es ist jetzt so Icon 4, jemand muss bewerten, dies, das, Ananas. Aber ich glaube, auch die Leute, die jetzt hier in der Villa sind, die haben so deren Art von Kunst. Ja, also, ja, auf jeden Fall. So, jeder für so, sich. Jeder für sich, genau. Ja, klar. Und wenn hier jetzt mal 20 Punkte oder keine Ahnung, jemand so bewertet, dann sollte man das nicht für sich ernst nehmen. Jeder sollte auf jeden Fall an seiner Kunst arbeiten und die Kritik mitnehmen. Meine Eltern mussten aus der Heimat fliehen, der Unterschied zu mir, mein Ziel der Flucht ist bei mir die Musik. Damals waren Freunde noch bedeutsam, heute ist die Kälte für mich Zeugwart. Ich lasse kein... Oh, ich muss immer so viel Stopp machen, aber das muss ich auch erklären hier. Damals waren Freunde noch bedeutsam, heute ist die Kälte für mich Zeugwart. Damals war man immer so, okay, je mehr Freunde du hast, desto mehr an... Also hatte ich damals gedacht, okay, du bist der Coolste, wenn du hinten im Bus chillst, voll viele Freunde um dich herum hast. Aber da merkt man mit der Zeit auch, okay, je mehr Kontakte du hast, desto mehr... Probleme nimmt sich das mit, sprich, du hast hier und da Kontakte, wo du enttäuscht werden kannst, du hast hier und da Kontakte, wo du meinst, okay, du gibst da so viel aus, kriegst aber im Endeffekt ein bisschen weniger zurück, dann baut man sich dann irgendwann so eine Distanz auf. Dann versucht. Holla, Bruder, du machst einfach Analyse drauf. Ich schwöre, mein Gott. Bruder, der geht auf jede Vierzeile. Oder der hat Deutschunterricht gemacht, ja. Warte mal. Aber waren wir schon bei dieser einen Zeile mit. Wie hieß diese eine Zeile? Wo du gesagt hast, diese Stimmen im Kopf. War das schon? Nein, das kam noch nicht. Kommt das noch? Das kommt jetzt. Der schloss eh nach jeder Leine. Holla, lass die Leine nicht kommen. Nein, aber ihr habt Glück. Aber ihr habt Glück. Der Song ist. Ich bin schon bei 48. Der Song ist nur 2 Minuten lang, ist egal. Alles gut. Gott sei Dank. Was ist das? Der stoppt die ganze Zeit, oder was? Der stoppt die ganze Zeit. An mich ran, weil ich viel zu oft enttäuscht war. Hab keine Kraft für einen. Neustart, Icon 4, sowas wie ein letzter Schachzug. Ich höre Stimmen, die mir sagen, ja, was kannst du? Würde ich auf sie hören, schmeiße ich das Handtuch. So, jetzt, aber nein, diese Stopp war wirklich. Eine Sache. Okay. Ja, sag mal, Sadi. Wirklich eine Sache, der hat gesagt, ich höre Stimmen in meinem Kopf, die sagen, was kannst du? Ja. Aber als er seinen Live-Auftritt nicht hinbekommen hat, ne, habe ich den auch privat geschrieben, da war der voll depressiv noch, war der noch voll angeschlagen deswegen. Hab ich den gesagt, ich so, manchmal checkt man als Künstler gar nicht, was man eigentlich gerade zu Papier gebracht hat. Ja. Der hat da wirklich geschrieben, so, ich höre Stimmen in meinem Kopf, die sagen, was kannst du? Habe ich zu ihm gesagt, die Stimmen sind immer noch da, jetzt nach diesem Auftritt. Weißt jetzt du, sind die erst recht da. Jetzt sind die erst recht da. Du willst diese Stimmen wegbekommen. Wofür hast du dich da qualifiziert und das, weißt du, wofür hat dein Herz das gesagt? Ja. Damit du das endlich bekämpfst. So, weißt du, das fand ich voll krass in dem Moment. Er war so angeschlagen und ja, ich glaube, du hast schon alle mit deinen Metaphern kaputt gemacht hier, ne? Nee. Man muss schon sagen, die Jungs, die hier in der Villa sind, die sind alle, also menschlich gesehen, sehr, sehr tolle Menschen, ne? Also die supporten sich hier alle gegenseitig. Ja. Ihr perfektes Beispiel jetzt bei ihnen. Also die neuen Künstler, die jetzt dabei waren, das ist wie eine Familie geworden, ehrlich. Ja, die, ob es jetzt beim Text helfen sind, ob es jetzt menschlich gesehen ist, also krass auf jeden Fall. Die sehen nämlich zum Fachtuch. Sag mir, wie soll es weitergehen? Hab zu vieles schon scheitern sehen. Von 10 Personen blieb keiner bestehen. Deshalb gehe ich meinen eigenen Weg. Le misère sans nos le passé. Dieser Schmerz wird niemals vergehen. Auch hier habe ich mir gedacht, so, wenn er jetzt nichts kommt, ne? Dann ist vorbei, Alter. Dann ist vorbei. Nein, du, ne? Warte. Oh, guck mal. Geht's los. Ich war mit dem einen Tag, bevor ich in die Booth gefahren bin, das muss ich erzählen, war ich Instagram live. Boah, nee. Er sagt mir, die Booth wird rot, wenn du kommst, ich mach dir die Booth so. Ich mach dir irgendwelche so. Richtig, Alexander ist richtig giftig bei sowas, ist richtig giftig. Und der sagt zu mir, ich mach Fitner, ne? Nein, Bruder, der. Der hat immer so diese typischen Sandro-Sprüche so. Walla, ja. Immer so, keine Ahnung, so komische Witze. Ü30, ne? Ü30, Walla. Ü30, ich versuch damit einfach den Künstler so richtig so. Du weißt, worum es geht, weißt du? Yeah. Also komm, weißt du, was ich meine? Yeah. Komm, weißt du, bist ja jetzt hier, du bist ja auch nicht umsonst hier. Weißt du, was ich meine? Also ich versuche einfach, wenn ich sehe, ob bei dem steckt was, da muss ich. Ich hab's auch gelesen. Der liest mich jeden Tag. Er kommt eine Sekunde, schaut er mir in die Augen so, ich weiß, wie du dich gerade fühlst. Er kommt gleich wieder rein mit Fitner, ich geh so rein. Er sagt auf einmal, bist du ready zu verkacken? Ich hab so Junge. Ich geh so rein. War so ein giftiger. Guck mal. Aber er hat die Witze gemacht. Der fängt gerade so, weißt du? Er kam rein und so, heute rote Buch, ne? Ja, ich musste Gegenargument machen. Aber es war nicht der Fall. Also. Doch keiner soll versuchen, ihn mir wegzunehmen. Sonst könnte ich in dieser Musik nichts erzählen. Sag mir, wie soll es weitergehen?
hab zu viele schon scheitern sehen. Von 10 Personen blieb keiner bestehen. Deshalb geh ich meinen eigenen Weg. Le misère sans dans le passé. Dieser Schmerz wird niemals vergehen. Doch keiner soll versuchen, ihn mir wegzunehmen. Sonst könnte ich in meiner Musik nichts erzählen. Ich glaub, bei eurer Live-Reaction bist du auf die Zeile nochmal eingegangen. Doch keiner soll versuchen, diesen Schmerz zu nehmen. Sonst könnte ich in dieser Musik nichts erzählen. Die letzten beiden Zeilen. Du hast auch gut beschrieben gehabt. Das war auch das, was ich auf Französisch sage, les misères sont dans le passé. Die ganzen Niederschläge sind zwar in der Vergangenheit, aber das, was ich mit meiner Musik mache, ist ja irgendwie das, was ich damals gefühlt habe. Das bedeutet, ich kann nie von meiner Vergangenheit loslassen, also für meine Kunst, weil das, was ich in meiner Musik mache, ist halt das, was ich damals erlebt habe. So, das habe ich auch rausgehört aus diesen Zeilen. Das waren auch eine der Zeilen, die mir am meisten in den Kopf geblieben sind, war diese Stelle. Bruder, hättest du erwartet, dass Chris aber so weit kommt? Jetzt nein. In die Villa? Nein. Ja, Bruder, ich meine, auf der Bühne. Ja, guck mal. Sag mir, wie hast du dich danach gefühlt? Guck mal. Dior. Nein, Spaß beiseite. Ja, der hat schon genug gelitten, aber Bruder, aber jetzt Hand aufs Herz, wie hast du dich danach gefühlt? Guck mal. Also du hast Mikrofon losgelassen und ab dann. Buchrunde, ich war happy, dass das durchkam und ich war ja auch happy, dass gut angekommen ist. Live-Performance habe ich erstmal gar nicht gehört, dass es verkackt. Ich war voll am Performen und die Jungs haben das auch gefühlt. Ich hab's ja auch gefühlt, Bruder. Ich dachte, oh, hört sich geil an. So ich habe mich bewegt, dies das Ananas. Und ich dachte so im Hinterkopf, wenn das richtig abgemischt ist, ich könnte Gesicht verlieren. Ich weiß nicht, aber ich habe mich sicher gefühlt. Ich höre das. Ich denke mir so, oh mein Gott. Warte, was hast du? Wir waren ja, ich war ja fertig. Meine Jungs wollten abziehen. Nein, wir müssen doch bei Kiris bleiben. Aus Prinzip einfach da bleiben, ne? Wir gehen da rein. Der hat seinen Auftritt. Der macht. Und alle waren voll laut, Bruder. Alle waren voll laut. Mhm. Alle. Wir fühlen Kiris. Ja, Bruder. Ja, Mann, Alter. Du hast was auseinandergenommen, Bruder. Und dann so, wir sind das YouTube-Video. Warum haben wir gefeiert? Was haben wir da gefeiert? Ich wüsste. Aber das Video war echt. Ja, es war. Sag dir ehrlich, auf der Bühne hat sich das ja wirklich. Voller brutal. Die ganzen Leute hat sich das krank angehört. Yeah. Als ich im Studio war. Ne? Ich hab gesagt, okay, komm jetzt zu dem Track. Ich spiel ab. Okay. Was sagt er da? Der meinte auch, wir haben mit dem telefoniert, der meinte, ey, Kiris war Katastrophe und so. Walla, ich bin aufgestanden. Ich so, hey, kann doch nicht sein. Colin kann doch nicht sein, oder? Colin meinte, nein, mein Sohn ist nicht, das kann nicht sein, ich muss doch so, du hast da was Falsches gehört oder natürlich, so. Ja, wie ist das so für dich, einen reichen Papa zu haben? Die Technik, man muss aber auch natürlich auch sagen, so, bei Runde 2 war die Technik nicht 1A, das darf man natürlich jetzt auch nicht vernachlässigen, so, ne? Es waren halt Partei- ja, aber guck mal, wie ich mich gefühlt habe. Also, für mich waren diese Negativkommentare, das war eigentlich nicht so. In der Tendenz dazu, wie ich mich gefühlt habe. Weil ich war so dieses, ich hätte viel besser machen können. Ich weiß, was in mir steckt. Und ich war von mir selber enttäuscht. Das, was die anderen gesehen haben, ist okay. Können die ruhig kommentieren. Okay, oh, Gucci, Dior, ist mir relativ egal. So, guck mal, aber auch Dankeschön an dich, dass du mir den Joker gegeben hast. Siehst du. Weil ich glaube, ich kann für mich selber sagen, dass ich dann in der Cypher alle mundtot gemacht habe. Das ist mein Bruder, Leute. Mein Bruder. Zwar nur 35% beim Voting, aber ist okay. Aber ja, ich bin halt jemand, wenn etwas nicht passt. Guck mal, was der labert, Alter. Guck mal. Ich darf nicht reden. Guck mal, wenn mir etwas nicht passt, dann bin ich der kritischste Mensch, weil ich weiß, ich kann viel besser. Und danach bin ich, wenn ich noch eine Chance bekomme, nehme ich mir es zu Herzen, okay, ich mache alle mundtot. Ja, ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass ich in die Villa komme. Ich sag euch so, wie es ist. Doch irgendwie eigentlich schon. Aber nach dem Live-Auftritt habe ich gedacht, war sehr schwer. Und ich wusste, dass ihr auch viel von mir erwartet bei der Cypher. Deswegen war ich dann, okay, was in der Cypher kommt, muss scheppern, damit ich überhaupt hier komme, weil mit dem Live-Auftritt und mit den anderen, wie zum Beispiel ein Ibra, ein Breeze oder wie die Namen auch heißen, die haben sich normalerweise eher den Platz hier verdient, muss ich so sagen. Aber was dann in der Cypher passiert ist, und da muss man auch haben die hervorheben, so, die Kombi zwischen uns beiden ist einfach maximal. Und da kommen noch ein paar Sachen. Da kommen noch ein paar Sachen, aber wir sagen nicht zu viel. Ja, das war meine Analyse. Das war deutsche Analyse. Ah, Mogli. Dein Statement. Super Video. Hat Spaß gemacht. Check Kiris ab. Ja, sing dran. So, in dem Sinne, passt auf euch auf. Wie gesagt, abonnieren, teilen, liken, markieren. Schickt das markieren. Rum. Markiert das Video. Checkt auf jeden Fall Emre und BZ ab. Kopieren machen und einfügen. Checkt Kiris auf Instagram ab. Die machen auf jeden Fall hier sehr, sehr viel Mühe in diese Videos rein. Immer Vlogs, die Stars mit den Bewertungen und der so. Der will ich spenden. Reden wir noch. Ja, mach noch neue Video direkt. Komm, wir beenden das jetzt. Passt auf euch auf. Wir sehen uns. Kiris, check on the. Warte mal kurz. Du hast ja jetzt gerade auf deinen Track analysiert. Ne? Zeile für Zeile. Sollen wir auch mal auf Live Zeile für Zeile analysieren? Ja, das wird jetzt persönlich, Bruder. Ibo, schneid das nicht rein.